Ich will halt den Fan eigentlich nicht traurig machen, Digga. Aber nimm das nicht böse auf, Bruder. Pass auf. Ich hatte letzte Woche eine Clubshow in Österreich. Und ich und mein Bre, ich mein DJ, hatten halt keinen Dope, weil wir da hingeflogen sind. Und dann hat sich da halt jemand gemeldet, blablabla. Das war ein Fan von mir. Der hatte mir so richtig geschrieben, so, ja, wir könnten uns jetzt mit dir treffen, Bro, aber dann wäre das so Stunny-Shit. Und in ein, zwei Stunden könnte ich richtig Geiles besorgen. Dann meinte ich, ja, okay, dann chill, dann warte ich noch ein, zwei Stunden. So, dann treffe. Dann treffen wir uns mit dem unten vom Hotel, Digga. Ich krieg so einen Aluball in die Hand gedrückt, Digga. Wir nehmen den Aluball, gehen hoch ins Hotelzimmer, machen das auf, Digga. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also ernsthaft, das war wirklich, das hat gerochen wie, schmeiß mal schon weg, Bruder. Fast alles nur Stängel, das war wirklich, das war richtig geil, Digga. Das war echt wild, Digga. Digga, wir haben das alles weggeraucht. Ja, in der Not.